Hallo und herzlich willkommen zum spannenden Finale, nehme ich an, von Enchanted Arms. Beim letzten Mal haben wir die Queen of Ice in ihre Schranken gewiesen. Allerdings spielte das dann Infinity in die Hände. Versteht ihr? Infinity in die Hände gespielt. Interessant. Teuer, Baby, ja, ja. Okay, also das hier wäre Azuma. Den wollen wir nicht attackieren. Wir wollen nur dieses Ding dahinter attackieren. Dieses Infinity-Teil hier. Okay. Was kann ich denn so Schönes? Ich kann das. Mega Aqua Spear. Ja. Und Beat Sonic. Ja. Die sind halt so gefühlt überhaupt nicht trainiert. Aber das ist das einzige Problem, was ich hier gerade so sehe. Oh Gott. Was kann er? Rein prinzipiell kann er mir von überall den Drain-Schlag da reinhauen. Ist eigentlich scheißegal, wo ich gerade stehe. Ich meine, ich muss mich so hinstellen. Das heißt, wenn ich ihn da stehen lasse, sollte nichts passieren, außer dass ich halt weiter Schaden machen kann. Also auf einen, ja, auf einen kann das machen. Einen trifft da definitiv immer, aber mehr auch nicht. Deswegen machen wir hier die Cure Ballad und da wieder den... Also ich würde die machen, wenn ich könnte. Aber mir fehlen halt ein paar... EP... Holen wir uns halt EP zurück und in der Zeit soll er heilen. Gut, das Schöne ist, es ist halt nur ein relativ simpler Azuma, der trotz des Buffs nicht allzu viel drauf hat. Damit komme ich ganz gut klar. Und halt dann hier und da immer mal den Beat Sonic zum draufhauen. In der nächsten Runde ist das Viech auch schon erledigt. Es war nach hinten ausgewichen, aber das war's jetzt. Zack. Aber irgendwas stimmt nicht. Das ist nicht gut. Aber hey, immerhin ist der Parasit tot. Erinnert mich ein bisschen an Seymour. Azuma! You've got to snap out of it! Come on! Azuma! You've got to snap out of it! Come on! Azuma! Stop this! Remember who you are! Azuma! Please! We need you! We need you! Na, hat's funktioniert? Teuer? Yes! Thank goodness, you're back! Toya! Yeah! Hab ich jetzt immer noch einen Superarm? Oder ist der jetzt dann weg? Weil, wenn der Arm der Parasit war, so gesehen. Azuma! Toya, take it easy! You're badly hurt! We don't have time for that. Why not? Because Infinity is about to revive. He failed to absorb your arm. Also interessant ist, dass das so eine Art DNA-Spirale da ist, aber scheinbar aus Golem- und Menschenteile. Interessant. We must defeat him quickly. No, Toya. Get back.
Tsuma and I will handle this. Mikoto! What are you talking about? You're in worse shape than Toya! No, I'll do this alone. Oh, come on! You've got to be kidding, Atsuma! After everything we've been through together, you really want to fight alone? Kareen! If you're going to fight a devil golem, then you'll need the number one golem hunter! And don't forget about me. I'll take a piece of that action. Yuki! Rygar! So you two just take it easy, okay? Thank you. Please, help Atsuma. He might be a moron, but he's our moron. No problem. He's a precious moron to us, too. Yes, a vital moron. An irreplaceable moron. Would you quit it with this moron stuff? Although, to tell you the truth, I've never been so happy being called a moron. Well, come on then! Ah. Faszinierend. Obwohl er halt auch wieder, wie gesagt, RPG-mäßig, er lässt sich Flügel wachsen. Es ist halt dieses typische, er lässt sich Flügel wachsen. Mein Name ist Infinity. Ich werde die Welt neu erschaffen. Ja. Okay, ich gehe mal einfach stark davon. Nur 4000 HP? Ich gehe einfach mal tatsächlich stark davon aus, dass ich Kerne zerstören muss. Und das dürfte ein Wasserkern sein. Also dürfte das ganz gut reinhauen. Wenn ich mich hier hinstelle, kann ich da direkt einfach mal ein Stück dieser Action mit reinknallen. Könnte ein Feld weiter nach links gehen, dann treffe ich die zumindest alle und dann gehe ich hier hin und kann zumindest auch nochmal mithauen. Ah ja gut, jetzt übertreibe ich es wieder ein bisschen, weil der Kern direkt mit einem Schlag weg ist im Endeffekt, aber ja, mit zwei. Aber ist egal, es ist halt wichtig, dass wir da so ein bisschen draufhauen. Lord's Cure. Aha. Kaiser's Cure. Oha. Okay, also der Kern verschwindet in dem Sinne nicht, ist aber weg. Und dieses Ding da drüben sorgt dafür, dass er hier übelst weitermachen darf. Na gut. Da müssen wir halt so weitermachen. Ganz einfach. Also ist ja kein allzu schwieriger Gegner, ne? So, alle drei Kerne sind tot. Jetzt gibt es also weder Heilung noch sonst was für ihn. Allerdings tut der Angriff noch ziemlich weh. Das heißt, wir werden jetzt noch eben wenigstens da schon mal Mega Q-Dance reinknallen. Hier Meteor Rush. Ach, da komme ich gar nicht mit dran, ne? Mega Blow. Da steht man schon genau vorhin und kann seine stärksten Attacken trotzdem nicht verwenden. Das ist irgendwie auch traurig. Aber egal. So, drei von vier Charaktere direkt schon mal wieder geheilt. Ich hätte auch Atsuma umstellen können extra dafür, aber pff. So, und jetzt gibt es nur noch eine Runde für ihn, dann ist der Teil hier erledigt. Haha. Aber nettes Riesenschwert. Erinnert mich tatsächlich dann wieder an Jacked, wenn der Teil davor erinnerte mich an Seymour aus Final Fantasy X mit seinem Parasitenviech, was immer da war. Das erinnert mich jetzt an Jacked in seiner Bestia-Form. Is that it? No, not yet, Atsuma. Look. What the fuck? Infinity. He's regenerating his wounds. Watch out! Okay. Come on then. I'll defeat you as many times as it takes. Okay.
Ein Problem, aber wir haben keine andere Wahl. Ja, das ist korrekt. Der kann sich regenerieren, so oft er will. Das ändert dann trotzdem nichts daran, dass wir hier mit aller Kraft dagegen hauen müssen, damit er tot umfällt. Aber gut, er hat auch in dieser Form nur knappe 6000 Schadenspunkte. Also habe ich in dieser Runde Pi mal Daumen die Hälfte abgezogen. Also, naja. Zack, 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 zack. Wenigstens kackt der Ton ab, weil ich hab. Ja, das war Infinity Runde. Erzählen wir den Parasiten, war es Runde 3. Sonst Runde 2. Was jetzt schon wieder? Schon wieder? Ach, und das. Was zum Teufel? Jetzt ist es eine Schleimpfütze. Der König der Teufelsgolems. Ja gut, jetzt hat er wieder. Jetzt hat er wieder 6000 HP. Yay! Das ist irgendwie faszinierend. Ah, das ist für mich so, ja gut, dann drücke ich halt nochmal drauf und nochmal drauf und nochmal drauf. Irgendwie, also gefühlt habe ich ihn jetzt gerade in eine Schleimpfütze geprügelt. Was ich irgendwie sehr amüsant finde. Ja gut, da holt sich ein bisschen Ether, das ist mir ja auch relativ egal. Ja, was hat er jetzt? Er hat jetzt 200 irgendwas rausgeholt und das soll mich jetzt beeindrucken? Und was kann der? Omega-Spektrum, ja, klingt jetzt auch nicht so spektakulär halt. Also einfach weiter heilen und weiter drauf. Ich hätte übrigens gerne mehr krasse Bosskampfmusik. Die ist jetzt halt relativ ruhig gehalten. Na, wie jetzt du? Du hast keine Lust, mich zu attackieren. Kann das sein? Ich meine, nicht mein Problem. Du bist jetzt ziemlich tot und uns geht's allen damit besser, aber... Naja. Viererteam des Todes. Tank, 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 tank. Tot ist er schon mal. Zang, bum, brabim, buh. Ja, fast mit einer Runde seine gesamten HP ausgeschöpft. Aha! Ja, echt jetzt? Das ist wieder nur der Kopf, das ist schon geil. Plopp, da bin ich! Bin nur Kopf! Follow my command! Ja, nee. Keine Lust. Jetzt braucht zumindest Azuma mehr EP wiederum. Die anderen sind noch ganz gut dabei, aber Azuma braucht EP. Einmal heilen und dann wird wieder draufgehauen. Immer nur 6000 HP ist jetzt aber auch nicht sonderlich zum Fürchten, ne? Ja, prinzipiell interessant aussehender Angriff. Das lasse ich ihm ja, aber das war's auch. Ja. Und das ist das Viech, was die ganze Zeit in Azuma steckte und für Probleme gesorgt hat. Irgendwie, weiß ich nicht. Gut, das sind komische Zombie-Hände, die da aus dem Boden kommen. Das ist insofern ja schon ganz cool, aber... Wie gesagt, das ist jetzt auch nicht so gruselig. Was sie braucht mal... Ja gut, dass sie geheilt werden muss. Hier, bitte sehr, kann sie mal ein Göttesambrosia benutzen. Ja, das war das. Wer weiß, ob dann noch ein Kampf kommt. Ist ja nur ein Kopf gewesen jetzt, aber... So, gefällt ihm nicht. Him, right? Azuma, he's just going to recover again. Damn! What should we do? Use your arm! My arm? But that
won't work on Infinity, surely! You may eventually be able to use the opposing side of Gaia. Called Fury. The ascetic monk said that Fury was the ultimate ether-based attack. You can do it, Adzuma! Use the Fury! Okay, I'll do it. Everyone, lend me your strength! Okay! Go for it! As you say. Die Musik, finde ich halt, wäre sehr passend. Neue Kraft. Mastered EX Enchant Arm. Ne, weil Enchanted Arm und so. Verstehe. Bleibt jetzt bei dem Kopf oder ist es wenigstens wieder so ein Riesenviech, damit es ein bisschen spektakulärer aussieht? Es bleibt bei dem Kopf. Let's do it. Oh, wow. Mit 6 Charakteren? Achso. Ich kann aber nichts großartig machen, außer den Skill einsetzen. Also von daher, Bums Fallera. Everyone, lend me your strength! Do it! Go, Adzuma! Yeah, get him! I'm with you, Adzuma! Don't forget me! And I'll help too! Das war grafisch interessant. Aber ziemlich laut. About Infinity. He was just trying to obey a command humans burdened him with long ago. Don't you think it's a little selfish to just destroy him now? Maybe. But think, Adzuma. Golems only really exist to obey commands. We humans endure, progress, find our own reasons for existence. So, this is how it's supposed to be. Da hat er recht. Wenn man so will. Man könnte auch sagen, nö, sehe ich nicht so ein, aber ja doch, eigentlich, da hat er recht. Und damit, keine Ahnung, Credits, da kommt noch was. Ist das Yokohama City? Steht es jetzt einfach so wieder? Und sind das Dracheneier, die man da kaufen kann? Ich sag ja, bester Golem ever. I'm late, I'm late. Der Pizza-Golem, also der Crazy Pizza-Golem. Oh, I'm sorry. This is bad. Everyone's waiting for me. Ja, aber ich guck noch mal ein bisschen blöder durch die Gegend. Still got some time before the final event of the Rebuilding Festival.
I'll be on time if I get over there now. I told everyone we'd meet at the fountain in the square, so... Wait a second. Did I? Oh, no! I forgot to tell them! Oh, no! So, what now? I guess I just need to look for them. They're probably somewhere in the trade district. So ein Vollnut, ey. Aber dafür muss man ihn ja lieb haben. Ach du Scheiße. Was? Sie sagt dann auch einfach noch, ja, ist in Ordnung. Ich sollte nicht vergessen, den Ton ein bisschen runter zu machen. Das ist schon ein Ticken laut, ne? Okay, jetzt sollen wir also alle hier irgendwo finden. Aber tatsächlich ist es... Es ist Yokohama City. Wieder relativ schön normal aufgebaut. Ich bin fasziniert darüber. Aufweise Wächter Karin beim Pizzamann. Da ist gut. Das ist gut. Du machst aber gerade nicht bei dem Fresswettbewerb mit, oder? That's delicious pizza. Ach du Scheiße. Aha, the peppers are the key. It sure tastes good. I need to learn how to cook Yokohama style. So I can make this pizza and that omelet curry burger. What are you doing, Karin? Atsuma! What do you want? That's your greeting, is it? Only because you surprised me. What are you writing down there? This, pizza recipe. I've decided to improve my cooking. Wow! Now there's a challenge! I'm sorry, did you say something? Yeah, No, I mean, surely a princess doesn't need to cook. Maybe not. But my new goal in life is to be both a good princess and a good mother. These days, only those who can juggle their professional and private lives succeed. Even though cooking is my forte, I could use more practice. As for motherhood... Your forte, huh? I'm gonna perfect these Yokohama specialties, just you wait and see. But why Yokohama recipes? Kyoto and even Junk City have their own great recipes too, you know? Well, my future husband might come from Yokohama. Really? But who do you know from here? Ugh, you really are slow, aren't you? I get that a lot. Anyway, Karin, one thing. About the upcoming Rebuilding Festival event. Oh, I forgot to say. We're meeting in front of the fountain, okay? In front of the fountain? Okay, got it. That leaves me enough time to taste a little more of Yokohama then. Scheiße. Hatsuma. God. Ich wäre echt froh, wenn man so ein Mädel hätte wie sie. Sie versucht es wenigstens und will eine gute Frau werden und will kochen für ihn. Und, es tut fast weh. Aber du fast. Students? Yes, miss? The number one golem hunter in the world needs four things. Do you know what they are? No idea. Here we go. I knew I could count on kids. Ahem. Then listen up. A golem hunter requires... First, money. Second, money. Third, money. And finally... Love! Love? The reason I'm the number one golem hunter is my love for a special man. Wow! It was the vow of everlasting love I made with my beloved partner, Atsuma, that made me so strong. I never made any vow like that. What? Hey, it's you! What are you doing here? It's my Golem Hunter class. Golem Hunter class? Yeah. I'm teaching these kids the importance of good golem hunting. You've got to start young. There's a lot of ground to cover after all. How to tackle different types of golem, weapons, tips for saving money. Everyone pays attention to the greatest golem hunter in the world, you know. You seem to have it all worked out. So, how much per lesson? The first class is a nice cheap 5 tablets. And from the second class onwards, up, up, up.
You mean you're taking money for this? Of course. For their sake, I have to. No one ever learns anything when the class is free, you know. So, what did you want? Right, of course. The upcoming Rebuilding Festival event. I forgot to tell you. Let's all meet by the fountain, okay? Okay. Sorry, I was totally caught up in making money... educating the next generation. Don't forget! Yeah, I'll be there on time. Now get out! I've got to make more money... educate children. Okay. Ja, gute Lehrerin, definitiv. Sehr gute Lehrerin. Da konnte ich gerade im Hintergrund doch eigentlich schon die anderen sehen. Da oben sind Ryger und Sayaka. Da scheint tatsächlich mal keiner zu stehen. Es ist halt die Frage, ob so weit hinten noch einer stehen wird. Was zum Teufel bist du? Achso, du bist ja oben, ich wollte schon sagen. Was steht da für ein komischer Gnome? Wäre jetzt nicht schlimm gewesen, wäre allerdings auch nicht wirklich nett gewesen. Ach, du bist doch Troja, ne? Das ist so ungewohnt, ihn so normal zu sehen, dass ich völlig an ihm vorbeirenne. The rebuilding has gone so smoothly. It's all thanks to you, Troja. Please, you give me too much credit. No, it's the truth. You gathered the scattered former residents of the city together. And were key in creating the rebuilding plans. It's thanks to all your skills that we have our new Yokohama. I only did what anyone in my position would do. Ah, Troja. There are few as special as you. I'm sure many want you to become mayor of this city. Oh, yes. You should be the one to lead us. Oh, come now. There's only so much a single person can do. Someone very close to me taught me that lesson. There are limits to how much we can achieve without the aid of others. I intend to rely on others as much as they rely on me in the future. Troja! Hey, you're looking happy today. Oh, Atsuma! Hey, about watching the event together. Just give me a minute. I'll be right there. No need to hurry. You look pretty busy. We're meeting by the fountain, okay? Okay, at the fountain. Ja, er hat sich ja gemacht, ne? Er ist der böse Junge, der die ganze Welt kaputt machen will und jetzt... Also gut, er wollte es nehmen, aber... Ne? Und jetzt haben wir ihn halt so. Das ist doch schön. Passt doch. Und ihr beiden heiratet jetzt mal endlich. Oder wie sieht's aus? Hey, Rygar! Hey, Atsuma! You look excited. Oh yeah, I'm doing great! No more problems with my arm either! I'm very pleased to hear that, Atsuma. Oh, Sayaka! You're here too? Of course. Yeah, I guess. You're married now, aren't you? When did you find the time to do that? So you'll probably be thinking about starting a family soon? Or maybe you've started already. Oh, really? Yes. Although we only found out the other day ourselves. Wow, Rygar! You're gonna be a dad. Indeed. Congratulations! Woohoo! All right! Please, you're embarrassing me, Atsuma. Yahoo! All right! Er sagt genau das. Ah, das ist so peinlich, was du da machst. Ich mach's doch mal! Yeah, I'm telling you to stop it. Nothing to get angry about. Oh, right. Rygar, one thing. The Rebuilding Festival event. Oh, I forgot to tell you. Let's meet by the fountain, okay? By the fountain? Okay. Okay, so... The only person I haven't told is Mikado. I don't see him, though. Well, it's only Mikado. That's what Udea saying, he'll turn up, he always does. It's starting to get dark already. Time to head for the meeting place. Das ist schon geil. Ich werde dieses Spiel, glaube ich, tatsächlich vermissen. Aber ich kann es ja jetzt immer wieder spielen. Meine Herren. Er taucht immer auf. Scheißegal. Oh Mann, oh Mann. Mahlzeit, Leute. Ibims! Everyone's here! Hey, Atsuma.
Where's Makoto? Yeah, sure, I didn't see him today. Should I go look for him? No, it's okay. It's Makoto. Come on. Yeah. He'll show up sooner or later. The rebuilding of Yokohama has really come along. Sure has. We can finally have festivals again. You know what? You really are something, Toya. You might be mayor. At your age. Only because there are too few candidates. Really? No, that's not it. It's you. You're starting to leave me behind again. I could never leave you behind. No matter what happens, we are equals. How can you say that? Because. Weil das Ende des Spiels ist. Naja, nein. Because. If I remember correctly, and I do, you and I are friends. Yeah! Toya. And if I remember correctly, tonight was going to be a very special night for me and you, Toya. Ugh. Our promised kiss. What? What are you talking about? Makoto! Today is a special day indeed. I say go for it, Makoto. Oh, wow. Atsuma! Oh, Toya. I love you, baby. No. Yuck! Aber Atsumas Gesicht war so, oh Gott, das ist furchtbar, was tue ich da eigentlich? Oh Gott. Atsuma, Makoto, you two, you really are so very, very annoying. Sie hat definitiv wow gesagt und nicht wow. Aber. Also, das kam jetzt noch ein bisschen plötzlich, aber das war Enchanted Arms. Ich glaube, ich muss eigentlich nichts mehr dazu sagen, aber Mann, ich fand's gut. Ich könnte mich dafür prügeln, dass ich es nicht früher gekauft habe. Oft genug gesehen habe ich es ja, nur nie gespielt. Ich meine, es ist die Erstveröffentlichung war der 12. Januar 2006. Ich habe es gerade vor mir liegen, ne? Also keine Sorge. Und dann war es halt ein richtig gutes Spiel. Also ne? Vor allen Dingen, es ist von From Software, was wir wiederum kennen aus der Souls-Reihe und Bloodborne, das ist ach ja, bis ja damals war es Squaresoft und so für mich, Squaresoft, Square Enix und dann hat Square Enix bzw. Squaresoft einfach nur noch Scheiße gebaut und von da ausgehend war es dann halt eher andere Spielefirmen. Und From Software ist halt so eins, was halt wirklich gute Spiele macht mittlerweile. War schon davor, aber ne? Ich kenne die meisten Sachen nicht. Ich habe hier gerade eine Liste davor liegen. Otogi habe ich noch wenigstens. Ist auch ein recht interessantes Spiel. Otogi 2 habe ich nicht. Die ganze Armored Core Reihe, aber die habe ich nicht. Enchanted Arms eben, super Spiel, kann ich definitiv jetzt nur empfehlen. Demon's Souls, Dark Souls 2,
Bloodborne, Dark Souls 3. Also sie haben viel gemacht, viel kenne ich halt nur nicht. Aber ohne Witz, es ist ein richtig gutes Spiel geworden. Das System ist klasse. Es spielt sich richtig gut. Richtig gut und schnell vor allen Dingen. Die Autofunktion gut, hätten sie... Es ist auch witzig. Ich könnte jetzt sagen, hätten sie weglassen sollen, aber dann hätte man das Problem gehabt, dass die Kämpfe noch länger dauern, was vielleicht nicht unbedingt so gut gewesen wäre. Ja, aber es ist ein verdammt gutes Spiel geworden. Ohne Witz. Ich bedanke mich an dieser Stelle einfach nochmal dafür, dass du es mir gekauft hast, lieber Theo. Das Spiel hat mir echt gefallen. Gut, es ist bei uns am 23. März 2007 rausgekommen. Trotzdem, das sind 11 Jahre, die ich verschwendet habe, in denen ich es nicht gespielt habe. Dafür dann so super tolle Sachen wie Deathbank oder so. Gut, die waren auch in Ordnung. Ja. Es ist halt schon super. Und scheinbar gab es tatsächlich sogar mal einen 48-seitigen Manga davon. Hätte ich eigentlich auch ganz gerne gehabt. Lustigerweise hat es eher so... Also auf der PS3 hat es laut dem Ding hier auf GameSpy nur 2 von 5 Sternen. Also die Reviews sind relativ gemischt irgendwie. Was ich nicht verstehen kann, es hält sich so im Mittelfeld. Gut, es hat so seine Probleme. Kann ich so sehen, ja, die Probleme hat es wirklich, aber das Spiel selber ist so gut, da kann man über diese Probleme tatsächlich komplett hinwegsehen. Das ist einfach zu gut gemacht. Finde ich. Also dafür, dass die Probleme es runterziehen würden. Ja, was mich gestört hat, ist, ich kann nicht schneller laufen. Im Endeffekt war es das ja schon, aber ich konnte es nicht haben, dass ich nicht schneller laufen durfte. Das ist halt echt blöde. Aber ansonsten... Johnny Hawks war der Sprecher von Azuma. Kenne ich den zufällig? Das ist das Praktische daran, wenn man hier sitzt und am PC sowas aufnimmt, was ich ja sowieso mal mache. Weil man dann einfach mal gucken kann nach Synchronsprechern, ne? Aber dafür müsste ich erstmal eine Kartei finden, wo er vielleicht mal drinstehen würde. Ja, irgendwie ja nicht. Das interessiert mich nur meistens. Ich meine, einer, den ich immer raushöre, ist Yuri Löwenthal. Den höre ich immer raus. Egal wo. Aber eben nicht immer. Ja, nochmal schön stark überzeugende Endgame-Musik hier. Beziehungsweise Credit-Musik. Obwohl absolut nichts mehr passiert. Wäre allerdings schön, wenn tatsächlich ein bisschen mehr passieren würde. Weil sowas macht dann... so Credits ein bisschen interessanter anzusehen. Aber... So, haben wir jetzt hier irgendwas? Ich will jetzt wissen, ob man den kennt von irgendwas.
Also halt am besten was Englisches, aber... anscheinend hat er nur dieses eine Spiel gemacht. Wow. Okay. Kann ja sein, um Gottes Willen. Clear Bonus Chaos Core obtained. Man kann jetzt das Spiel speichern. Und hat dann so gesehen noch ein neues Spiel plus so gesehen. Ich speichere mal hier oben, weil bei dem einen ist das Ende vorgegeben, bei dem anderen könnte man auf das böse Ende nochmal gehen und das sind dann halt nochmal neue Speicherdaten. Jetzt ist halt die Frage, was passiert, wenn ich das Ding einfach nochmal lade? Kriege ich dann... Also startet ein neues Spiel dann oder was passiert? Das interessiert mich halt jetzt schon noch ein bisschen, bevor ich hier mal jetzt eben ausmache. Ja. Ich meine, laden tut er gut. Ah, okay. Also Chaoskern, ne? Chaoskern. Also wahrscheinlich eher. Das ist jetzt meine Belohnung? Naja. Also... finde ich jetzt auch nicht so sonderlich interessant. Ich glaube, ansonsten war es das, ja. Dann, wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Ich hoffe, das Projekt hat euch gefallen. Und wir sehen uns wieder bei den laufenden Projekten, weil ich nicht direkt wieder was Neues anfangen werde.